Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem Video. Ja, erschreckt euch nicht. Viele von euch haben mich vielleicht noch nicht so gesehen. Wer mir aber auf Instagram folgt, der sieht diese Version hier von mir öfter auch in den Insta-Stories. Heute ist mal wieder so ein Tag, wo ich irgendwie ein bisschen Mühe habe, in die Gänge zu kommen. Nämlich so wie es uns allen geht, geht es auch mir. Manchmal hat man einfach keine Lust, sich irgendwie groß schick zu machen. Ich hatte heute nicht mal Lust, mich irgendwie zu schminken oder nicht mal Lust drauf, mir Kontaktlinsen einzusetzen. Deswegen bin ich heute so für euch hier und genau. That's it. Es soll heute auch gar nicht darum gehen, wie ich aussehe. Heute geht es vielleicht ein bisschen um etwas Ähnliches. Es geht um meinen Kleiderschrank. Ich erkläre euch das kurz. Hier an diesen Kleiderstangen sind immer so meine aktuellen Lieblingsteile, die ich dann auch am häufigsten trage. Da hinten sind Sachen, die hier keinen Platz mehr gefunden haben. Dann haben wir hier Schuhe, 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 Schuhe. Hier ist Luna, die schaut mir immer gerne zu bei meinen Videos. Da hinten geht es weiter mit weiteren Schuhen und auch ein paar Taschen. Und dann haben wir noch für den ganzen Rest hier hinten Einbauschränke. Ich würde sagen, wir probieren das gleich mal gemeinsam alles an, respektive ich ziehe es an und ihr könnt mir dabei zuschauen. Und ihr dürft mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, was euch denn am besten gefällt. Vielleicht finden wir so gemeinsam aus meinen Lieblingsteilen das bestpassende Outfit für mich. Und sofern ich es natürlich noch weiß, verrate ich euch auch gerne, woher ich all die Sachen habe. Ja, ich würde gerne eigentlich direkt einmal hiermit starten. Das ist ein dunkelroter Velvet Body. Den habe ich von Bershka. Den liebe ich total. Ich liebe Bodies allgemein. Ziehe ich sehr gerne an mit High-Waisted Hosen oder mit einem hohen Bleistiftrock und Strümpfen. Ich habe auch noch einen anderen Body. Auch ein schwarzer Velvet Body. Das wäre der hier. Den habe ich an Silvester getragen. Eins meiner absoluten Lieblingsteile. Das werde ich auch gleich anziehen. Ein weiteres Teil, welches ich liebe, ist dieses hier. So ein Langarm-Shirt. Und man sieht schon, das ist da transparent, das ist durchsichtig. Das ist schwarz und glitzert so ganz leicht. Das mag ich total gerne. Ist ebenfalls von Naked. Und das zieht man halt mit einem schönen BH drunter, den man auch sehen darf. Dann wähle ich hier gleich noch ein viertes Top aus, nämlich dieses hier, diese Fishnet-Optik. Das ist eigentlich schon ein bisschen 2000 late, also das war eigentlich schon eine Weile her, wo das wieder richtig in Trend kam. Ich glaube, ich bin da ein bisschen hinten her, aber ihr wisst, ich bin weder Fashion-Bloggerin noch sonst irgendwas. Und Leute, ich ziehe einfach an, was mir Spaß macht. Ich ziehe an, was ich mag, egal ob Mode oder nicht. Und ich liebe das sehr und ebenfalls ja auch das andere See-Through-Shirt zieht man das mit einem schönen BH an. All diese Sachen trage ich am liebsten mit meiner Lieblingsjeans und das ist eine hochgeschnittene schwarze Hose und die ist sowas von basic. Leute, die ist von H&M. Immer wenn ich die auf Bilder trage, fragen mich ja meine Follower, woher ist die tolle Hose, die ist super schön geschnitten. Und ich kann euch gleich sagen, wie dieses Modell heißt. Das ist eine Jeggings High Waist. Ich trage jetzt da Größe 26 und die ist von H&M. Also ich glaube, die findet ihr überall. Die liebe ich total. Und genau, jetzt zeige ich euch mal diese vier Oberteile mit meiner Lieblingshose. Ja, von den BHs her, was trage ich da gerne in solchen See-Through-Shirts? Das zeige ich euch gerne hier. Ich habe hier zum einen diesen BH, das ist eigentlich ein ganz klassischer geschnittener BH, hat aber keine Bügel drin, also es ist so ein Bralette. Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, woher, dass ich den habe. Lass gleich mal nachsehen. Ja, wenn euch das was sagt, Kirsten Sandberg. Da habe ich den her und diesen hier habe ich mal bei Primark gefunden. Den mag ich total mit diesen Spitzen und die Rückenansicht ist halt auch sehr schön mit diesem gekreuzten Detail hier.
Das hier sind mit Sicherheit meine absoluten Lieblings-BHs. Diese beiden sind von Agent Provocateur. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Die haben extrem sexy Unterwäsche und man sieht das auch gleich hier. Wie ihr euch schon denken könnt, dieser BH bedeckt so knapp die Hälfte der Brust und ja, sieht extrem sexy aus, finde ich. Bestimmt ein bisschen eine gewagtere Version, aber ich trage mich alles, wenn ich Lust drauf habe. Hier, die trage ich übrigens fast täglich. Das sind momentan meine Lieblingsschuhe. Die habe ich bei Zara gefunden. Was eigentlich schon wieder ein bisschen durch ist, ich habe hier zwei Fishnet-Strümpfe und zwar mit so kleineren Maschen. Ich habe auch irgendwo eine mit größeren Maschen, fragt mich nicht wo. Und zwar einmal in schwarz, die trage ich sehr gerne und ich habe sie auch hier so einmal in beige und ich muss ehrlich sagen, die habe ich noch nie in meinem Leben getragen. Ich habe sie einfach gekauft, weil ich sie cool fand, aber irgendwie weiß ich nicht ganz, wie kombiniert man denn eine weiße Fishnet? Irgendwie probiere ich das manchmal und es ist mir dann immer zu viel, dann steige ich doch auf die schwarze um oder auf eine klassische Strumpfhose. Vielleicht hat jemand von euch da Tipps. Gerne in die Kommentare schreiben, wie sehen weiße Fishnets toll aus. Ich bin mal gespannt. Das ist so ein dunkelgrüner, hochgeschnittener Rock in so einer Wildlederoptik. Natürlich kein echtes Wildleder. Und den habe ich ebenfalls von Bershka. Ziehe ich auch gleich an. Oder was ich auch super gerne habe, ist diese Lederoptik-Shorts hier von Zara. Habe ich auch schon auf Bilder getragen. Und das hier ist mein absoluter Favorit bei den Bleistiftröcken, weil der ist so wunderschön figurbetont. Der ist von, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, BCBG Max Sasria. Ja, man sieht, ich bin nicht wirklich ein Modemensch, aber mir egal. Der Rock hat mir gefallen und den habe ich schon seit Jahren und mein absolut, eins meiner absoluten Lieblingsteile. I hold on to this storm, cause I need to. Was ich auch total gerne mag, sind einfache Print-Shirts. Diese Jacke hier habe ich bei Zara gefunden. In Spanien habe ich die gekauft bei Zara, aber ich glaube, die gibt es mittlerweile auch hier. Ich habe sie auch schon an jemandem gesehen. Und ja, die liebe ich, eine Jeansjacke. Ich finde das halt immer cool. Ich liebe diesen Style. Und was ich auch sehr gerne mag, hier so eine XXL Jeansjacke. Gibt nicht wirklich warm, aber sieht einfach cool aus. Muss ich vermutlich noch ein bisschen warten von den Temperaturen her, bis ich das wieder tragen kann. Was ich aber jetzt definitiv tragen kann, ist dieser Mantel hier. Das ist, glaube ich, eines meiner besseren Stücke. Das ist ein Versace-Mantel. Der ist so richtig lang und sehr schön geschnitten, hat sehr klassisch, elegant in Schwarz. Mag, vor allem jetzt in der Jahreszeit, sind Pullover. Dieser Pullover hier, ich weiß, Veganer und Vegetarier werden die Message verstehen. There is no Planet B. Den habe ich halt auch total cool gefunden und trage ich auch total gerne. Ein weiteres absolutes Favorite-Teil ist diese Karo-Hose. Die hängt momentan auch hier draußen bei meinen Lieblingsteilen. Ich glaube, ich hätte eine Nummer kleiner nehmen dürfen, obwohl die darf schon so locker sitzen. Habe ich bei Zara gefunden und die ist eben so kariert und hier auf der Seite hat sie diesen dunkelroten Strich. Mal etwas ganz anderes, also nicht ganz, ganz anderes. Wieder Velvet, ihr seht, ich liebe Velvet und das hier ist ein wunderschönes schwarzes Velvet-Kleid. Genau auch wie dieses Kleid hier, das übrigens auch von Naked und dieses dunkelblaue Kleid hier, auch mal eins meiner absoluten Lieblingsteile, ist von Sandro.
das hier mal das eine von. Das dunkle Velvet-Kleid von Naked. Oh mein Gott, ich liebe es so sehr. Und last but not least, mein Lieblingskleid von Sandro. Und ihr seht jetzt, so an der Stange sieht das so vielleicht normal aus, aber wenn ich das trage, ich liebe das, wie es geschnitten ist mit diesem Unterrock und die Spitze, die so ein bisschen darüber hinausragt. Diese Kombination aus sexy und trotzdem classy. Alles, was jetzt nicht dazu passt hier, ist dieser Look. Aber wie gesagt, es ging mir heute einfach wirklich nur darum, spontan euch ein bisschen mitzunehmen in meinen Kleiderschrank. Und ja, auch ich sehe mal so aus, ohne Schminke, ohne Linsen, mit Brille und Haare irgendwie. Aber trotzdem hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, lasst mich gerne wissen, ob ihr gerne öfter solche Sachen haben möchtet, ob ihr gerne öfter mal auch ein bisschen was anderes als Fitness und Food hier sehen möchtet und auch mal etwas so, ja, in meinem Kleiderschrank. Oder in letzter Zeit habe ich auch mal wieder Schminkvideos gemacht. Solche Sachen sind laut eurer Reaktion auch sehr gut angekommen. Oder irgendwas mit Haaren, mal ein bisschen zeigen, dass ich auch was anderes kann als das hier. War ja ursprünglich mal Friseurin, kenne mich da also ganz gut aus. Also lasst mich wissen. Ich freue mich auf jeden Fall, euch im nächsten Video wiederzusehen, auf Facebook oder auf Instagram, wo auch immer ihr aktiv seid. Ich bin überall aktiv. Bis bald. Mua. Tschüss. Also ich hoffe, ihr habt es ein bisschen interessanter empfunden als Luna. Die hat sich hier ja, ans Ende vom Bett zurückgezogen und hat während dem Video mal gepennt. Gell, hoi Schatzi? Hoi du Süßi, bist du ein schnurres Auge. Schau mal ihre riesen Cola-Augen. Ja, sie hat gar keinen Bock. Oh, ist sie nicht süß.